Salü, schön, dass ihr wieder da seid. Ende Februar ist es natürlich Zeit für die Monatsfavoriten und wir fangen an mit den Beauty-Monatsfavoriten. Natürlich könnte ich euch jetzt wieder was erzählen von meiner Ponyhütchen-Deo-Creme, die ich im Februar sehr genossen habe. Oder von den vielen I+M-Produkten, die ich auch im Februar sehr, sehr fleißig verwendet habe und von denen ich auch immer noch ein großer Fan bin. Aber das wäre ja langweilig. Deswegen habe ich für euch drei andere Beauty-Favoriten rausgesucht. Ja, ihr kennt sie auch schon ein bisschen. Und ja, es sind wieder Marken dabei, die ich euch sowieso mal zeige. Aber ich bin einfach von den Produkten, die ich im Moment habe, sehr überzeugt. Und ich laber jetzt nicht weiter. Ich zeige euch einfach meine drei Monatsfavoriten aus dem Bereich Beauty. Da hätten wir als allererstes, wie gesagt, die Marken sind wieder altbekannt, eine Lippenbutter von I+M. Die habe ich jetzt zugeschickt bekommen. Einfach, weil die I+M-Mädels so nett sind und die finde ich mega lecker. Ich habe noch nicht sehr viel davon verwendet, weil es sehr, sehr ergiebig ist, aber das ist nur Shea-Butter und Kakaobutter. Und ja, also ich meine, Kakaobutter auf die Lippen schmieren, hallo, ist das mal mega lecker und es macht die Lippen auch super, super zart. Und dadurch, dass Kakaobutter so einen niedrigen Schmelzpunkt hat, so eine niedrige Schmelztemperatur hat, zerschmilzt es halt auch wirklich, wenn ich da nur mit dem Finger reingehe. Und das auf die Lippen auftrage, es fühlt sich mega, mega gut an und samt weich. Also, das kann ich euch nur empfehlen. Ich habe die Lippenbutter bis jetzt noch nicht irgendwo im Geschäft gesehen, aber online gibt es die auf jeden Fall zu kaufen. Dann muss ich euch noch zeigen und auch nochmal, ich habe sie euch in meinem New-In-Video gezeigt, das ich euch oben hinter dem Video, oben hinter dem i verlinke. Das sind zwei Produkte von Lili Lolo, von denen ich wirklich mega überzeugt bin und die ich auch wirklich jeden Tag im Februar verwendet habe. Also, ja, große Favoriten ist einmal der Blush, da habt ihr alle schon gesagt, der ist mega, mega schön. Ja, finde ich auch. Das ist die Farbe Rosy Apple. Und das Einzige, was schwierig ist, habe ich schon gesagt, ist die Dosierung mit dem Pinsel, da es ein loser Blush ist, aber der ist so verdammt ergiebig und hat so einen schönen Glitzer und einfach für mich die perfekte Farbe. Deswegen ein ganz, ganz großer Favorit. Wenn ihr Lili Lolo noch nicht kennt, schaut euch das auf jeden Fall an. Genauso verhält es sich mit dem Highlighter. Einige von euch haben auch geschrieben in die Kommentare, der ist mega gut und der ist sogar besser als der Becker-Highlighter. Ich meine, es ist Naturkosmetik und ich habe den wirklich verwendet anstatt meinen Dior-Highlighter. Der hat den ersetzt und ich bin mega glücklich, dass ich den gefunden habe. Den passenden Pinsel dazu würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, weil das einfach ein mega cooles Gefühl ist. Es macht super Spaß, damit den Highlighter aufzutragen. Der Highlighter ist in der Farbe Champagner oder Champagne, wie man will, ist eine UK-Brand, habe ich jetzt festgestellt. Keine UK-Brand, ich soll Deutsch reden. Eine Marke aus Großbritannien und ja, kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr helle Haut habt, wenn ihr auf so einen Highlighter steht. Vor allem finde ich jetzt im Winter kann man nicht genug dezenten Glanz im Gesicht haben, weil die Haut einfach meistens trocken und müde aussieht wegen der Kälte. Und damit geht's weiter wie immer. Und der erste Schnipser führt uns ins Wohnzimmer und damit zu meinen Lifestyle-Favoriten. Genie läuft hier unten gerade lang. Ha, bist du noch leise? Ja. Ich hatte im Februar Prüfungszeit, immer noch, ja, aber jetzt ist sie endlich vorbei. Das heißt, ich habe nicht viel mehr gemacht als an meinem Schreibtisch gesessen, in der Uni gesessen oder bin beim Sport gewesen. Mehr habe ich eigentlich im Februar lifestyle-mäßig nichts gemacht. Desto mehr habe ich natürlich mein neues Wohnzimmer genossen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das letztes Mal schon gesagt habe. Da habe ich, glaube ich, nur meinen Schreibtisch gezeigt. Aber insgesamt bin ich mit meinem, in Anführungsstrichen, neuen Wohnzimmer im Moment mega zufrieden. Ich habe eigentlich nur ganz kleine Veränderungen vorgenommen. Ich habe einen Teppich gekauft, den es super günstig bei IKEA gibt. Psst, ich habe mal in die Infobox. Der ist ganz, also ich finde ihn mega cool. Ich habe zwar lange überlegt, mag ich das Rosa da drin, aber ja, ich mag ihn sehr. Genie mag ihn auch sehr. Sie legt sich da immer ordentlich drauf und wälzt sich einmal. Dann habe ich nur die Kissen auf dem Sofa verändert, einfach in Richtung so Gelb und Naturtöne und eine entsprechende Decke dazu gekauft. Ach ja, und den Couchtisch hätte ich fast vergessen. Den habe ich auch noch besorgt. Der war aber wirklich auch ein Schnäppchen und insgesamt hat es dem Wohnzimmer aber so ein neues Feeling gegeben und ich fühle mich einfach wohl hier. Ich arbeite jetzt super gerne hier und jetzt hat Jenny auch was zu sagen. Es gefällt dir auch das Wohnzimmer, ne?
Ja. Und der zweite Lifestyle-Favorit war eine Box, und zwar die Trendradar-Box. Die habe ich euch auf Instagram schon gezeigt. Ich schreibe euch oben in die Ecke Werbung, weil diese zweite Box habe ich auch zugeschickt bekommen. Nicht mit der Verpflichtung, sie euch zu zeigen, aber ich fand die so gut. Die Box, die ich diesen Monat bekommen habe, ist die Trendbox und die hieß Auszeit. Und als allererstes war da diese mega süße Tasse drin. Ich habe auch einen Gutscheincode, den ich euch unten in die Infobox schreibe. Damit bekommt ihr 10%. Schaut einfach mal rein. Ich weiß, bei so Boxen ist es immer so, mal findet man die voll gut und mal nicht. Aber ihr könnt sie meiner Meinung nach auch einzeln erstehen. Und was dabei war, ist ein Peeling von Lilly, was eine Naturkosmetik-Vegan-Marke ist. Mega gut, habe ich ausprobiert, hat meinen Reinigungspad, was ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, auf jeden Fall ersetzt oder ergänzt. Finde ich sehr, sehr gut. Eine Marke, die ich vorher nicht kannte, die ich durch diese Box entdeckt habe. Dann war eine mega leckere Schokolade drin und ein Curry, was ich euch auf Insta-Stories gezeigt habe. Das habe ich zusammen mit Franzi gegessen. Habe ich aufgegessen, kann ich euch leider nicht mehr zeigen. War aber auch sehr lecker. Und was fand ich noch gut? Eine Shea-Butter war noch drin. Meine Ellbogen sind im Moment von den vielen Planks, die ich mache, sehr rau und auch so ein bisschen, nein, nicht entzündet, aber wie als wäre man so auf dem Boden lang geschlittert. Als Kind, kennt ihr das noch, was man so auf den Knien gemacht hat? Durch die Schulgänge auf den Knien gerutscht? Ich weiß nicht, hat das von euch auch irgendjemand gemacht? Naja, jedenfalls so fühlen sich meine Ellbogen im Moment an und da hat die reine Shea-Butter wirklich Wunder gewirkt. Ich mache das einfach abends auf die Ellbogen und ja, die Box habe ich einfach sehr genossen. Es war so ein kleines, ja, einfach was Schönes, was ich so zwischendurch mal bekommen habe. Und das war's dann auch schon in Sachen Lifestyle. Und Fashion-Favoriten gab es im Februar ausnahmsweise auch mal. Als allererstes ein Sport-BH. Sieht schick aus, hält super gut, hat ein mega, mega gutes Tragegefühl. Also es ist wirklich, glaube ich, der Sport-BH, den man am wenigsten spürt von denen, die ich bis jetzt gefunden habe, der super sitzt, nicht verrutscht und halt auch schick aussieht. Das ist einfach super wichtig, das Gewebe, um die Brust zu schützen beim Sport, wenn man so rumspringt wie ich. Und habe ich mir gedacht, das gönne ich mir jetzt auf jeden Fall. Ich verlinke den euch unten in der Infobox, wenn ihr auf der Suche seid nach einem wirklich, wirklich guten Sport-BH, der auch eben geht für Sport-Sessions, wo man sich ein bisschen bewegt und eben nicht nur Yoga macht. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich das sage, sondern ich kenne diese Schwierigkeit einfach zutiefst. Eine lange Leidensgeschichte verbindet mich mit Sport-BHs und ja, den kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Es ist der allerbeste, den ich habe und ich überlege schon, ob ich mir noch einen zweiten kaufen soll. Der zweite Favorit im Februar waren ein paar Schuhe, die Overknees, die habt ihr gesehen in dem Try-On-Haul. Oh, ich kann heute nicht reden. Die habt ihr gesehen in dem Try-On-Haul, den ich euch oben hinter dem i verlinke. Das sind hellbraune, würde ich schon sagen, taubfarbene, nicht ganz so grau, eher ein bisschen wärmer, Overknee-Stiefel, wollte ich eigentlich sagen. Die sind aus dem letzten Jahr schon und ich habe sie im Februar einfach zu all meinen Kleidern kombiniert. Ich weiß, zu dem roten Kleid aus dem Try-On-Haul fanden sie nicht alle schön, also die Schuhe. Aber zum Beispiel auch zu diesem Kleid hier, finde ich, passen die super gut dazu. Sie halten tatsächlich sehr gut. Das Einzige, was passiert, ist manchmal, dass diese Schleife hier hinten aufgeht. Aber da kann man einfach entgegenwirken, indem man einen Doppelknoten reinmacht. Und ich mag die einfach so sehr, weil sie schick aussehen und wirklich, jedenfalls für meinen Fuß, Verhältnis einfach die perfekte Höhe haben. Das sieht nicht so trampeltiermäßig aus mit dem Absatz. Also weil ein Absatz dran ist, sieht es nicht so trampeltiermäßig aus. Und es ist aber auch eine Absatzhöhe, die für mich funktioniert, dass ich auch wirklich eine längere Strecke laufen kann, ohne dass ich mir so denke, au, 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 meine Füße, sie sind da und sie tun weh. Ja, die kann ich euch sehr, sehr empfehlen, auch für Leute wieder, die sehr helle Haut haben, weil wenn man eine hautfarbene Strumpfhose anzieht und dann sehr dunkle Stiefel anhat, sieht es immer ein bisschen merkwürdig aus, finde ich, und da passt die Farbe ganz gut. Also wenn ihr auf der Suche seid, schaut auch da mal in die Infobox. Ich verlinke euch ein ähnliches Paar, wie gesagt, dieses aus dem letzten Jahr, aber ich glaube, ASOS hat auch dieses Jahr wieder solche Overknee-Stiefel. Theoretisch ist der Winter ja jetzt vorbei, aber ja, in Berlin nicht. Jetzt wird es erst wieder richtig schön kalt. So, und weiter geht's natürlich wie immer so hier. Und natürlich dürfen auch die Küchenfavoriten bzw. die Food-Favoriten, Food-Favorites im Februar nicht fehlen. Oh Gott, Food-Favorites im Februar nicht fehlen.
viele Fs hintereinander. Ich habe drei Kleinigkeiten, die ich euch gerne zeigen möchte. Als allererstes, weil ich ja Prüfungsphase hatte und ja, ich finde es auch mega schwer in der Prüfungsphase, wenn man viel Stress hat und nicht so wirklich in den Kopf, was zu kochen oder was zu essen zu machen unterwegs und überhaupt zu Hause. Finde ich es sehr gut, wenn man Riegel hat, so zum Ausweichen. Da habe ich sehr genossen, diese Riegel von Raw Bite. Die gibt es mittlerweile bei DM, bei der Bio Company habe ich sie gefunden und auch bei Ulrich. Ich weiß nicht, ob das es noch irgendwo anders gibt, außer in Berlin. Ich habe immer zur Variante mit Kakao gegriffen. Die ist wirklich sehr, sehr lecker. Ist nicht besonders süß und das ist so die gesunde Alternative zum Schokoriegel sozusagen. Dann habe ich mir auch sehr, sehr gerne Rinderbrühe gemacht. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und vor allem, weil ich euch auch hier eine fertige zeige. Das ist ein Bio-Rinderfond. Theoretisch kann man sich den selber kochen, aber ja, wenn man keinen Stefan da hat, der einem das macht, dann greift man ich zum Fertigprodukt. Ich habe mir da einfach auch ein bisschen Rindfleisch reingeschmissen und nicht Paprika, sondern Karotte und Sellerie und habe das oft einfach abends gegessen, weil ich in so stressigen Phasen doch oft Probleme mit dem Bauch habe, dass ich so wie so einen Stein im Bauch habe oder einfach so leichte Bauchschmerzen. Und da finde ich, hilft Rinderfond extrem gut. Ja, sehr lecker, beruhigend, gibt einem so eine schöne Streicheleinheit am Abend. Das habe ich im Februar sehr, sehr gerne gegessen. Und dann habe ich noch einen etwas sperrigeren Monatsfavoriten im Februar. Und zwar ist das mein Gastro-Back. Wie heißt das Ding jetzt? Mixer heißt das Teil, würde ich mal sagen. Damit kann man so, ja, Smoothies machen. Aber ich mache auch meinen Nussporridge mit dem Teil. Und den wollte ich euch zeigen. Der ist wirklich mega stark. Der hat 1000 Watt. Den habe ich sehr, sehr viel benutzt im Februar. Auch wegen der Schnelligkeit, die dieses Gerät hat. Es ist ziemlich laut, wenn man morgens ein Frühstück macht und dann den Mixer dafür verwendet, denkt man sich so, oh, okay, jetzt bin ich wach. Wie immer am Ende meiner Monatsfavoriten fordere ich euch dazu auf, in die Kommentare euer liebstes Produkt aus dem Februar zu schreiben oder euer schönstes Ereignis. Ich bin mir sicher, viele von euch waren auch gerade in der Prüfungsphase, so habe ich das jedenfalls mitbekommen. Also habt ihr da vielleicht irgendwie einen coolen Favoriten gehabt, wie auch irgendein Riegel oder ein Snack oder irgendwas, was euch einfach durch diese Phase gebracht hat, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin super gespannt. Wir sehen uns am Freitag wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.